Ach scheiße, das war hier diese Giftecke, ne? Hier wird man vergiftet nach einer Zeit, glaube ich. Ja, stimmt. Oh shit, sogar richtig krass. Oh nein, nein, nein! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Der große Plan für diese und die kommenden Folgen ist es jetzt natürlich, dass wir weitere Grundlagen in Bezug auf die Infrastruktur schaffen, um die Ressourcen, die man dann fürs neue Update Ende April brauchen wird, schon mal in unserer Hauptfabrik zu schaffen. Das bedeutet, ihr ahnt es schon, wir brauchen wieder ein neues Megaförderband. Und jetzt ist die Frage, wo oder wie bauen wir vom Bauxit aus das Megaförderband rüber zu unserer Hauptfabrik, denn das ist hier nämlich ein ganz schön schwieriges Gelände, meine lieben Freunde. Diese riesige Felswand will ich das am liebsten eigentlich gar nicht hochbauen. Ich würde das am liebsten eigentlich hier diese Rampe hochbauen wollen. Das sieht eigentlich am besten aus, so. Es gibt ja leider keine Map in-game, aber ich merke mir mal die Stelle. Man muss sich quasi leicht rechts halten und über diese Felsbrücke rüberfahren, diese große. Und dann kommt man an diese Rampe hier. Und dann muss man einfach nur hier runterfahren, geradeaus. Okay, das ist gut. Und hier sind wir tatsächlich. Und natürlich ist das Lager vollgelaufen, das Pufferlager. Hier kann ich jetzt aber noch einen draufsetzen, auf jeden Fall. Da. Hier setze ich jetzt noch einen drauf. Genau, hinten geht's raus. Das heißt, wir müssen hier vorne möglichst parallel. Geht das parallel? Also so genau. Einmal so, einmal so und dann hier nebenan. So. 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 Passt das da noch mit der Höhe jetzt? Natürlich nicht. Dann müssen wir es so machen. Da! Ah! Wenn ich das Band da hoch beschleunigen will. Das passt sehr gut. Und dann von hier kann ich da jetzt noch oben rein. Oh, das scheint nicht zu gehen. Ah, schade, da müssen wir hier nochmal. Weil das jetzt nicht symmetrisch snappt, ist das natürlich hier etwas schwierig. Da müssen wir hier wohl nochmal eine Stufe dazugeben. So müsste es jetzt gehen. Es sei denn, er sagt mir jetzt wieder, das Förderband hat eine ungültige Form. Ah! Verdammt! Verdammte Scheibe. So, okay, na gut, dann müssen wir es halt so machen. Ja, genau. Hier haben wir doch eine Markierung. Wo war die? Hier. Zeig sie mir. Da. 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 Genau so. Vorsicht jetzt. Genau. Jetzt einfach hoch. Komm, das geht. Ich weiß, dass das geht. Ja. Und jetzt kann ich da rein, richtig? Ja! Alles nur eine Frage der Geduld. Gut. Da läuft das schon durch. Oh, die Wasserfälle hier sehen halt auch so geil aus. Darf ich das mal sagen? Nicht schlecht. So, meine Base ist in dieser Richtung. Die Superfabrik bzw. Megafabrik ist ein bisschen noch dahinter. Und ein bisschen mehr auf der rechten Seite, glaube ich, sogar von hier aus gesehen. Auf jeden Fall müssen wir uns die Hauptbase als Ziel nehmen, wenn wir das bauen wollen. Und ja, dann hole ich mir jetzt nochmal meinen Truck und fahre den mal direkt hier hin. So, falls wir irgendwie was transportieren müssen oder so, dann kann ich mir den Weg schon mal angucken. Also mal so richtig abfahren einmal. Denn wir werden jetzt häufiger hin und her pendeln müssen. Wir müssen ja Material hierher schaffen und so. Da muss ich jetzt schon genau wissen, wie ich hierher komme. Das ist auf jeden Fall wichtig. Genau, Wände bringen nichts gegen Radioaktivität. Das habe ich ja auch schon probiert. Also das geht nicht. Bringt nichts. Ach scheiße, das war hier diese Giftecke, ne? Hier wird man vergiftet nach einer Zeit, glaube ich. Ja, stimmt. Oh shit, sogar richtig krass. Oh nein, nein, nein! Holy shit! Ich habe nur noch ein halbes Dings. Oh Gott, schnell Medkit atmen. Ich wäre beinahe wieder gestorben. Ich habe aber meine Atmungsmaske nicht dabei. Oh, shit. Ja, das ist ja super hier.
Von wegen, ja, schöne Gegend hier, um lang zu fahren. Toller Weg, genau. Hier ist einfach mal eine fette Giftwand. Einfach so aus dem Nichts. Ohne Vorwarnung. Mittendrin da in der Pampa, da ist vor allem auch gar nichts eigentlich. Also man sieht da gar nichts irgendwie. Hey, was ist denn das? Das ist eine Höhle in der Höhle. Da habe ich aber gerade Schwein gehabt, ey. Na gut, man müsste das halt umgehen, die Stelle. Hier ist auch schon wieder diese Ecke. Man müsste es halt irgendwie umgehen. Kann ich denn hier lang? Oder ist hier auch Gift hier oben? Nee, hier scheint's okay zu sein. Ich darf nur nicht da runterfallen. Alter. Was bitte ist denn da unten, dass so viel Gift da ist? Da ist doch gar nichts. Das ist doch einfach nur eine riesige Freifläche. Das ist einfach nur ein riesiges Fußballstadion, wo nichts ist. Ist auch geil. Welcher Truck ist jetzt eigentlich der richtige auf dem Radar? Der beim Quarz, ne? Der da rumsteht, oder? Nee, der bewegt sich. Es muss einer sein, der sich nicht bewegt. Welcher bewegt sich denn nicht? Der da rechts, oder? Da muss ich also immer hier oben lang fahren dann jedes Mal. Und dann mich da irgendwie so runterwursteln. Oder ganz schnell durchs Gift durchfahren und hoffen, dass ich nicht so viel Schaden kriege. Aber das ist immer sehr gefährlich, wenn man das macht. Wenn man das so versucht. Ich sehe schon, das Schlauste ist einfach hier immer ganz lange rechts zu fahren und dann links. Was war, wie war das in einem deiner Videos? Nicht nach Wegen suchen, einfach eine Rampe bauen. Das ist die Lösung. Tja, ich habe aber gerade keine Lust, Rampen zu bauen. Ich will schon wissen, wie ich da auf 4 Rädern einfach so hinkomme, ohne dass ich irgendwas bauen muss. Außerdem muss ich ja dann auch noch das Förderband bauen. Das kommt ja dann auch noch dazu, hoppla. Und das will ich ja nicht auf irgendwelchen Rampen bauen. Das will ich ja schon durch die Pampa bauen. Und da empfiehlt es sich halt schon, nicht die kompliziertesten Höhenunterschiede zu nehmen, weil das sonst wieder problematisch ist. Weil man dann wieder so viele Stützen braucht. Also da will ich schon gucken. Lisatogo! Ah, läuft er weg. Er mag mich nicht. Ich habe keine Bären dabei. Daran liegt das. So, wo ist jetzt das Auto? Wo habe ich das geparkt? Hier oben muss es doch irgendwo sein eigentlich. Hier habe ich es doch irgendwo geparkt, oder nicht? Ich sehe es halt da gerade auch nicht so gut auf dem Radar. Das eine bewegt sich, das ist nicht das Auto, was ich brauche. Das ist halt der Nachteil, wenn man so viele Marker setzt. Man findet die Autos irgendwann einfach nicht mehr, weil die Marker sich überschneiden. Das ist total scheiße. Bin ich nicht, warte, ich bin doch hier einfach rausgefahren und dann, ah, da ist es, glaube ich. Ich bin ja hier einfach rausgefahren, dann nach links, da muss es ja sein, genau. Zio, hab mit Twitch Prime abonniert, Dankeschön und viel Spaß, viel Erfolg, hätte ich beinahe gesagt. Viel Spaß. Also, Auto, tauche auf. Da. Genau, wir wollen nicht da in dieses komplizierte Biom reinfahren, was dann eh auch wieder nur schlechte FPS verursacht. Wir wollen uns hier rechts halten, möglichst lange. Und dann irgendwann nach links abbiegen. Möglichst noch vor dem vergifteten Tal. Das große vergiftete Tal. Hui! Warte, hier lang. Da lang. Oder? Kann ich da runterfahren? Ja, klar kann ich. Ist nur etwas steil. So, jetzt einfach hier geradeaus. Oder? Ah, nee, eigentlich nicht. Hoppla. Eigentlich mehr noch ein bisschen mehr rechts. Sonst fahren wir wieder in so ein unzugängliches Gebiet rein. Komm, lande einfach vernünftig. Ich weiß, du kannst es. Ich weiß, du kannst es. Hui! Genau, wir fahren jetzt hier einfach links. Und dann wieder ein bisschen rechts. Quasi so am Rand der Biome. Und natürlich auch immer schön die kleinen Palmen wegfahren, genau. Man muss sich so zwischen den beiden Biomen halten, dem großen Wald und dem kleinen Wald hier.
Da, wo großer Wald und kleiner Wald sich die Hand geben. Und am besten hier schon mal so ein bisschen diese Trampelpfade auch benutzen. Die sind auch immer so ein bisschen so indirekt eine kleine Weghilfe, so meistens. Eine Wegfindungshilfe, dass man die halt so ein bisschen versucht zu nutzen, zur Orientierung. Ich habe gerade irgendwie ein anderes Problem. Ich will gerade mein Bein ausstrecken. Ich habe hier keinen Platz gerade. Also im Real Life. Will hier nichts kaputt machen gerade. Aua! Nein, jetzt fahre ich hier in die Sackgasse wieder rein. So, jetzt hier lang. Genau, da lang. Da ist so ein Trampelpfad, so ein typischer. Genau. Und jetzt müssen wir uns langsam aber sicher mal links halten, glaube ich. Jetzt fahre ich hier doch in die Sackgasse rein, oder? Oder? Ist es ein Sack oder eine Gasse? Man weiß es nicht. Nein, ich habe Nüsse getötet. Ich habe meine Nüsse überfahren. Aua. Das ist doch scheiße hier. Warte mal, ich muss noch ein bisschen weiter nach da drüben. Na, bieg doch nach rechts ab, um Gottes Willen. Alter, was machst du? Fahr doch. Nicht da hängen bleiben jetzt. Links. Ja, da den Trampelpfad, den brauchen wir. Das sieht gut aus. Noch weiter, glaube ich. Wir müssen noch weiter danach. Nach links. Oder? Wow, wow, wow. Hier jetzt hoch vielleicht. Und dann ist da vielleicht schon diese... diese Felsbrücke, die wir suchen. Wie er hier einfach Fußbad nimmt gerade, ist auch schön. Wo ist jetzt die Abbiegestelle? Moment. Sekunde. Nochmal ganz kurz. Bleib stehen, nicht weiterrollen. Stopp! Ist das hier nicht die Stelle? Ja, hier ist doch die Stelle, oder? Hier vorne, genau. Jetzt einfach hier links. Einfach. Einfach links verhalten jetzt hier. Und keinen Schaden jetzt kriegen. Ich hoffe, ich kriege hier keinen Giftschaden jetzt, sonst habe ich ein Problem. Wie ich hier gerade die ganzen Palmen töte. Oh, oh, jetzt wird's hier... Und nicht runterfallen vor allem, ey. Das ist das größte Manko hier, wenn ich hier runterfallen sollte. Dann habe ich ein Problem. Ja, die Palme ist tot. Jeden Palmentod feiere ich ganz wahnsinnig hart. Genau, einfach geradeaus. Ach, guck mal, Sam Ohr. Und nu? Nu, ja. Das war's hier an der Stelle. Jetzt muss man sich runterstürzen, glaube ich. Ja. Hä? Bin ich nicht vorhin hier irgendwie auch ohne Jetpack hochgekommen? Boah, wie es freest. Na gut. Nein! Aussteigen! Gott sei Dank kriegen die Fahrzeuge selbst noch keinen Fallschaden. Naja, zumindest haben wir jetzt hier einen LKW. Herrlich. Und wenn ich zurückfahre, muss ich halt ganz schnell durchs Gift durchfahren. Ich muss ja einfach nur ganz schnell rein und ganz schnell wieder rausfahren. Mehr muss ich ja gar nicht schaffen. Total easy. Oder ich baue mir hier eine Rampe wirklich nach oben. Übers Gift. Wie viel Zement habe ich denn? Dafür habe ich nicht genug Zement. Scheiße. Na egal. Auf jeden Fall startet dann das Projekt Mega-Förderband an dieser Stelle. Und zwar... können wir das ja schon mal anfangen. Wir müssen natürlich das wieder in beide Richtungen bauen, weil wir wollen uns damit ja dann auch befördern lassen. Ich fange mal hier vorne erst an. Und wir bauen das mal... ja, ich muss es nach oben ziehen. Ich habe keine Wahl. Ich muss es da nach oben ziehen. Am besten da so zwischendurch, würde ich sagen. Wird ganz schön steil auf jeden Fall. Ja, wenn ich es da lang baue, haben wir ja wieder das Giftproblem. Das bringt uns ja nichts. Das wäre halt... und wenn ich es da baue, muss ich halt ganz drüber über diesen riesigen Felsen. Das bringt halt auch nichts. Oder ich baue es an den Felsen so rum. Na. Ja. Ist alles nicht optimal. Lieber da lang. Erscheint mir irgendwie sinnvoller. So, wir bauen das gleich schon mal ein bisschen höher, würde ich sagen. So, dass wir immer eine Mindesthöhe haben von...
1, 2, 3, 4, 5, 6 von den Teilen. Genau. Und das Ganze wird natürlich auch wieder MK4. Wenn dann entsprechend MK6-Bänder am Start sein sollten, irgendwann wird das natürlich dann auch wieder umgestellt auf die anderen Bänder. Ach ja, wir wollten ja eigentlich zum Quarz bauen, ne? Fällt mir mal gerade so auf. Das wollten wir ja eh machen, stimmt. Dann sollte ich das gleich mal peilen. Quarz ist ja schon markiert. Machen wir das jetzt einfach. Das ist ja markiert, da kann ich ja direkt dann drauf zielen eigentlich. Beim Bauen. Was habe ich jetzt gesagt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Ja. Also hier nochmal 5 drauf. Obwohl, hier müssen wir schon ein bisschen nach oben gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir machen es mal immer 3 nach oben noch weiter. Damit wir hier auch das Gefälle dann überbrücken können. Reicht das mit der Entfernung? Geht das? Ja. Genau. Sehr schön. Wie stark ist das Gefälle jetzt schon? Ah, schon ganz schön stark. Aber muss halt, muss halt. Wir müssen ja da hoch. Hey, warte mal, da ist ja auch eine Höhle, ne? Vielleicht können wir die benutzen. Das wäre natürlich gut. Gehen wir mal direkt weiter hier. Schon zu weit, glaube ich. Muss ein bisschen gucken. So, Quarz anpeilen. Da ist der Quarz. Ich drehe das schon mal so ein bisschen. Genau, ich finde das ganz gut, dass es hier so schön eben ist zum Bauen. So, bei der letzten hatten wir 9. Das heißt, jetzt müssen wir eigentlich 12 machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Damit wir mit der Höhe hinkommen. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen Erfahrung mit den Megabändern. Das ist ja jetzt nicht das erste, was ich baue. Das ist ja schon... Das, wie viel ist es jetzt eigentlich? Wenn man sie alle zusammenrechnet. Das vierte schon? Ne, das fünfte, glaube ich. Genau. Ich habe nicht genug Material dabei, definitiv nicht. Also weder für die Bänder noch für die anderen Sachen, die gebraucht werden. Ich habe definitiv nicht genug Zeug. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Da kommen wir jetzt auch easy hier vorne hoch. Und können hier dann direkt die nächste Höhenstufe aufmachen. Wenn das Material reicht, mal gucken. Ja gut, nee, die Höhle, die zweigt ja nach links ab. Können wir die nutzen? Können wir die nutzen? Kann man diese Höhle nutzen? Wird auf jeden Fall eine sehr verwinkelte Angelegenheit, wenn wir sie nutzen. Da müssen wir ja erstmal hier nach links. Obwohl, nee, hier ist nichts. Hier kann man nicht mehr raus. Oder hier durch vielleicht? Nee, hier wird es auch wieder so giftig. Nee, nee, nee. Nee, die Höhle ist keine Option. Die Höhle können wir streichen aus unseren Möglichkeiten. Wird es dann jetzt kritisch mit der Höhe schon? Aber hier könnte man durchfädeln, das Band. Nee. Ja, man müsste dann so eine Förderbandbrücke hier an der Stelle bauen. Dann könnte es gehen. Mal gucken. Ich glaube, man muss hier wirklich. Ich glaube, man muss hier wirklich mit Förderbandbrücke arbeiten. Also so Förderband hochwickeln so. Sonst kriegt man das hier nicht hin. Das wird natürlich lustig mit zwei Bändern nebeneinander. Da muss ich mir erstmal ein System überlegen, wie ich das mache. Diese Klippe hier ist aber auch ein ganz schöner Albtraum. Oder wenn wir hier einfach, wenn wir einfach hier eine scharfe Kurve machen und dann das direkt im rechten Winkel machen. Also einfach hier an der Klippe hochfördern.
Richtung Wasserfall. Mal gucken. Wir müssen es, also wir müssen es an sich nur hier hinkriegen. Und da habe ich kein... Oh, oh. Ah, gut. Gut, dass da gerade ein Absatz war, sonst hätte ich wieder Schaden gekriegt. Wir müssen es an sich ja nur hier hochfädeln. Dann haben wir es ja schon geschafft. Oder... Oder hier, aber da wird es schon wieder so unübersichtlich. Ja, das ist mir hier so verwinkelt irgendwie. Wo ist es nochmal? In welche Richtung geht es nochmal? Naja, Moment. Hier hoch. Mit der nächsten Höhenstufe. Kommen wir bestimmt bis hier hin. Und dann hier rechts lang. Und dann von hier aus. Oder vielleicht von da schon hier hoch irgendwie. Ah, es wird ganz schön steil. Ob das klappt, ich weiß es nicht. Es könnte sehr eng werden. Aber das wäre halt der direktere Weg hier durch. Ganz schön schwierig. Ganz schön schwieriges Gelände. Beide Bänder, eins nach rechts und eins nach links, hochschrauben. Sieht von oben dann wie eine 8 aus. Das stimmt, ja, so könnte man es machen. Ich werde es jetzt trotzdem mal versuchen, indem ich einfach hier möglichst steil das Ganze mache und möglichst in die Richtung, wo wir schon auch hinwollen dann. Also möglichst dahin so. So da dazwischendurch. Ja, das ist ein ganz schönes, krasses Gefälle, aber mal gucken, vielleicht klappt es ja trotzdem. Möglichst weit zurück. Nee, das geht nicht. Das sieht von oben so aus, als würde es gehen, aber es geht, glaube ich, echt nicht. Höchstens hier hoch. Und dann da hoch. Das ist hier nicht einfach. Das ist nicht einfach. Definitiv nicht. Am einfachsten wäre es ja da einfach links hoch, aber da ist ja die blöde Giftstelle. Oder man nutzt das hier. Das ist ja schon so eine natürliche Rampe fast, die ist nur ein bisschen unterbrochen. Da müsste ich erstmal versuchen, hier hinzukommen. Ja, da muss ich aber auch wieder gucken wegen der Höhe. Also erstmal ist hier das Gefälle komisch. Ah, okay. Hat sich eh erledigt. Material macht uns einen Strich durch die Rechnung. Material sagt nein. Da muss ich wohl mal Material erstmal holen. Geht das von hier eigentlich überhaupt irgendwie? Förderband ist zu steil. Na gut, wenn man es hier noch ein Stück weiter nach vorne macht. Ich glaube, ich muss das nochmal neu starten. Das ist nur so eine Vermutung. Einfach, dass ich es hier so schräg hochbaue. Das sieht gut aus eigentlich. Dass wir das natürliche Gefälle nutzen und dann einfach da vorne eine Kurve. Geht halt nicht anders, finde ich. Also das hier hochzuschrauben ist mir zu kompliziert. Irgendwie. Das macht dann auch nicht so viel Spaß damit zu fahren, weil man dann ständig aufpassen muss wegen den engen Kurven. Ich will ja damit auch fahren, das ist ja das Ding. Und wenn ich da ständig Kurven drin habe, die zu eng sind, dann klappt das ja mit dem Fahren wieder nicht. Bis T7 und 8 kommen, könnte man so schon in der Hauptbase die Rohstoffe lagern mit den Trucks. Ja, oder ich baue halt direkt eine Förderbandlinie hin in der Zeit, in derselben Zeit, die dann auch vernünftig funktioniert, ohne Trucks. Und dann habe ich mir Sprit gespart, den ich ja für die Trucks brauche. Und vor allem ist es zuverlässiger, weil wenn mal Strom ausfällt, das hatten wir auch schon, wenn da ein großer Stromausfall ist, der systemweit passiert, dann kriegen die Trucks keinen Treibstoff mehr von den Truckstationen reingefördert. Und irgendwann liegen dann alle Trucks still, wenn man nicht schnell genug den Strom wieder ankriegt. Und dann hat man ein Problem, weil dann nichts mehr geht. Weil dann Produktionslinien komplett zusammenbrechen. Und das ist halt so ein Ding. Deswegen mag ich diese Trucklinien eigentlich gar nicht. Deswegen lege ich lieber Direktbänder. Und habe dann gar keine Sorgen mehr. Weil die Bänder brauchen weder Strom noch Wartung noch irgendwie Aufmerksamkeit. Die funktionieren halt einfach. Also ist das schon sinnvoller. Nur mal zur Erklärung, warum ich diese Förderbänder baue und nicht das mit Trucks mache. Trucks sind die schnelle, einfache Lösung, aber nicht immer sind schnelle, einfachere Lösungen auch die zuverlässigeren Lösungen. Ne? Die Bänder sind eindeutig zuverlässiger als die Trucks, muss man einfach sagen.
Naja, aber das nur mal dazu, warum ich die Förderband-Direktverbindungen immer ein bisschen bevorzuge über den Trucks. Wie gesagt, und außerdem ist es halt natürlich auch cool, auf so einem Förderband zu stehen und sich einfach mal so richtig entspannt befördern zu lassen. Bei den Trucks ist das ja, naja, gut, da kann man sich auch raufstellen, aber das ist irgendwie nicht das Gleiche, wenn man da auf so einem Truckdach oben drauf steht. Außerdem kann man die Förderbänder ja dann später auch noch weiter beschleunigen und ausbauen. Dann werden sie dann noch schneller, wenn man dann MK5 und 6 Bänder benutzen kann. Und das wird dann eine richtige Schau, wenn man uns dann ganz schnell über die Map bewegen auf Megabändern, die auch richtig mega schnell sind. Aber ich würde sagen, meine lieben Freunde, an dieser Stelle ist jetzt erstmal diese Folge zu Ende. Den Rest vom Megaband werde ich sehr wahrscheinlich hier offscreen bauen. Das werde ich wahrscheinlich nicht in der nächsten Folge machen. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich was anderes machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mein Creator Tag Spielbär mit AE benutzen, um das Spiel zu kaufen oder auch gerne jedes andere Spiel im Epic Store zu kaufen. Es wird für euch nicht teurer. Das ist für euch einfach eine Möglichkeit, meinen Kanal zu unterstützen mit etwas, das ihr sowieso macht, nämlich coole Spiele kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das machen würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Satisfactory. Bis dann, ciao, ciao!